Im August 1911 unternahm der 19-jährige John Ronald eine Reise in die Schweiz. Er ist vermutlich direkt nach der Schulabschlussfeier am 27. Juli von Birmingham über London nach Greenhurst gefahren, wo er sich mit seinem Bruder Hilary und seiner Tante Jane Neef traf. Am Montag, den 28. Juli 1911, ging es dann zusammen mit den Brooks Smiths nach Interlaken. Willkommen zu meinem Videoprojekt Tolkien-Plätze, bei denen ich euch zu Orten mitnehme, die mit Tolkien in Zusammenhang stehen. Dies ist das erste Video von meiner Schweizreise im September 2021. Ich hoffe, die Videoqualität wird sich mit der Zeit noch etwas bessern. Ich hatte mir zwar ein Drehbuch geschrieben, aber vor Ort war es leider nicht möglich, immer alles so umzusetzen, wie ich es mir gedacht hatte. Auf Google Maps habe ich Orte gesammelt, die mit Tolkien in Zusammenhang stehen, und mein Plan ist es, zu all diesen Orten ein kleines Video hochzuladen. Weitere Informationen zu dem Videoprojekt könnt ihr in der Videobeschreibung finden. Insgesamt wird es etwa 15 Videos in 3 Staffeln geben, da ich Tolkiens Reiseroute auf 3 Jahre verteilen musste. Die Karte der Region sah 1911 etwa so aus. Aber unsere Wanderung richtet sich natürlich nach einer moderneren Karte von 2012. Aber beginnen wir in Interlaken, das sich über die Jahre auch stark verändert hat. Interlaken und Unterseen wurde aufgrund ihrer geografischen Lage zwischen dem Thuner und dem Brienzer See benannt. Um 1130 wurde durch den Freiherrn Seliger von Oberhofen ein Bethaus aus Holz erbaut, aus dem das Kloster Interlaken hervorging. Das Kloster hat sich äußerlich kaum verändert. Hier sieht man es auf einer Luftaufnahme von 1925 am hinteren Ende des Parks in der Mitte. Da Tolkien sehr gläubig war, vermute ich, dass er es 1911 auch besucht hat und habe es mir aus diesem Grund näher angesehen. Die Kirche wurde anstelle der ehemaligen Klosterkirche neu erbaut und erst 1908 eingeweiht. 1911, als Tolkien in Interlaken war, gab es weder Glocken noch Orgel. Das Schloss wurde 1748 an der Stelle des damaligen Augustinerklosters erbaut und dient heute Teilen der Stadtverwaltung als Sitz. Sollte er hier gewesen sein, hat er den toten Apfelbaum vor dem Kloster, der 1870 gepflanzt wurde, sicher noch Früchte tragen sehen. Es ist oder war der größte Apfelbaum in der Schweiz.
Das Victoria Jungfrau Grand Hotel stammt aus dem Jahr 1865. Bei der Planung der Reise haben mir die Bücher Die Schweiz in Tolkiens Mittelerde von Dr. Martin S. Monsch und Tolkiens Switzerland, A Biography of One Special Summer von Alex Lewis und Elizabeth Curry geholfen, die ich auch so sehr empfehlen kann. Should follow.